Welche Kerzen brennen länger? Kleine dicke oder große dünne? Natürlich werden sie nicht länger, sondern kürzer. Aber was haben Kerzen mit der Blockflöte zu tun? Stell dir mal vor, dass sich im Windkanal vom Flötenkopf, das ist der Raum zwischen den gestrichelten Linien in der Abbildung, eine kleine Kerze befindet. Mit deinem Atem bringst du diese Kerze vorsichtig zum Flackern. Die Flamme soll wackeln, darf aber nicht erlöschen. Und das klingt so. Puste zum Schluss die Kerze einmal kurz und kräftig aus. Ungefähr so. Es ist dabei von Vorteil, wenn du aus Rücksicht auf deine Familie und Nachbarn Tür und Fenster geschlossen hältst. Viel Spaß beim vorsichtigen Flackern lassen und kräftigen Auspusten.